Tonight. Ich habe mich jetzt mit dieser Freundin getroffen. Es war sehr nice. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich bin gerade positiv ein bisschen geflasht. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Mit direkt mal Kopf stoßen. Ja man, heute random Freitag. Ich habe frei und dachte, ich nehme mich einfach mal mit durch meinen Tag. Weil ich habe keinen Bock irgendwie alleine zu sein. Nee, keine Ahnung. Ich habe ein paar Kleinigkeiten, die ich zu erledigen habe. Deswegen dachte ich, ich nehme mich einfach mal mit. Gib euch einen kleinen Einblick in meinen ganzen Tag so. Ich weiß doch noch nicht, was ich alles filmen werde und was nicht. Ich hoffe, euch geht's gut allen soweit. Und ja man, deswegen, ich würde mir jetzt erstmal die Zähne putzen gehen. Dann muss ich ein Paket abholen. Später muss ich noch Schuhe abholen. Dahin nehme ich euch natürlich auch noch mit, aber in erster Hinsicht würde ich mir jetzt eben kurz die Zähne putzen. Das Ganze mache ich dann jetzt einmal und danach würde ich mich gleich nochmal melden. So, ich habe mir jetzt zu Ende die Zähne geputzt. Ich würde jetzt einmal das Paket abholen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Kennt ihr diese Paketdienste, die einfach, habe ich mein Handy? Hab ich meine Maske? Weil ihr wisst, immer Check machen, Maskencheck. Die kommen, die treffen dich nicht an, wenn du zu Hause bist. Und dann hinterlassen die aber auch einfach keinen Zettel. Und wie soll ich jetzt mich ausweisen? Dann muss ich immer sagen, ja, bei mir wurde kein Zettel hinterlegt, bla bla bla. Das ist immer so. Das ist so nervig, und ich sag euch ehrlich, das ist so nervig einfach. Die bringen einfach nie Zettel hin. Da muss ich mich da rausdribbeln und den Leuten erklären, ja, wie heißt das? Ja, bei mir wurde kein Zettel hinterlegt, dies, das, tralala. Und ihr wisst doch, ich bin schwarz, die denken, nee, ich lüge. Deswegen macht das keinen Sinn. Und ich sag euch ehrlich, ne? Ich wohne ganz oben. Immer diese Treppen hoch und runter laufen, ne? Das ballert einfach nicht. Genau deswegen wollen die heute die Pakete abgeben und klingeln gar nicht, weil die sehen, okay, der wohnt ganz oben. Gar keinen Bock. Heute arbeiten, ein Paket nach oben bringen. Nee, gar keinen Bock. So, deswegen hasse ich diese Paketdienste. Aber naja, was soll's, ne? Jeder muss ja irgendwie sein Geld machen. So. Auf jeden Fall laufe ich jetzt dahin. Mal sehen, was da genau alles sein wird. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Weil eigentlich sollte ich ein Paket von Zalando bekommen. Kann ich euch ja jetzt schon sagen. Und in dem Paket waren einfach, die haben mir ein Paket geschickt. Da waren aber einfach nur Schuhe drin. Und da sollten Klamotten drin sein. Was ich nicht verstanden habe. Also random so. Ich habe das Paket dann auch noch nicht ausgepackt. Das kann ich euch gleich dann auch noch zeigen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall extrem Hunger. Ich muss gleich noch trainieren und ich kann nicht essen, bevor ich trainiert habe, weil das macht keinen Sinn. Ich bin jetzt schon aus der Puste, weil ich gerade diese Treppen wieder 18 Mal runtergelaufen bin. Auf jeden Fall laufe ich jetzt eben dahin. So, wer ist dran? Ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht. Für mich wurde ein Paket abgegeben, aber es wurde kein Zettel hinterlassen. Ich brauche Ausweis, hast du mit? Natürlich. Gut. Auf was für einen Namen? Nicht gerade das Kleinste, ne? Nee. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Was glaube ich? So. Und normalerweise hätte ich hier Hand abheben müssen. Wenn das keine Umleitung. Was ist das auch interessant? Ich hasse keinen Reisepass. Ich darf dann nur mit Reisepass rausgehen. Ich kann dir doch meinen Führerschein geben, wenn du wollen. Ich muss Reisepass haben. Personalausweis oder Reisepass? Aber das ist doch dasselbe, oder nicht? Nein, ich bin derselbe Name drauf. Ja, interessiert mich. Hier. Tut mir leid. Das sind die Vorschriften von Hermes, nicht unsere. Alles klar. Ja, brauchst du einen Reisepass. Warte. Ihr merkt immer nur Filme, Alter. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Ich nur meinen Aufenthaltstitel dabei habe, statt mein Reisepass. Digga, du bist ein scheiß Kiosk, Alter, und nicht irgendwas anderes. Gib doch einfach, jetzt muss ich wieder Treppen hochlatschen, runterlatschen. Die wollte jetzt einfach nur Filme schieben, für nix. Vor allem fällt mir gerade auf, die ist so sinnlos. Ein Aufenthaltstitel ist doch einfach das
das Kleingedruckte von dem Reisepass. Da steht meine Adresse drin, da steht mein Name drin. What the fuck, so ohne Sinn einfach. Jetzt muss ich, oh, guck, das meine ich. Deswegen habe ich einfach aufgenommen, weil man weiß nie, irgendeiner nervt einfach immer. Jetzt muss ich einfach wieder zurücklaufen, mein Reisepass holen, wo genau dasselbe drin steht wie meine Aufenthaltsgenehmigung für ein Paket. Digga, das ist ein Paket, ich will nicht irgendwo hinfliegen. Bist du ein... Oh man, ich sag euch ehrlich, ne? Leute wollen einfach immer nur nerven. Die wollen einfach immer nur nerven, jedes Mal. Nichts anderes, die wollen einfach nur nerven. Mehr ist das gar nicht, die nerven einfach nur. Alter, machst du YouTube, oder? Ja, genau. Da ist dein Kanal. Wesley Thompson. Nur der Vibes. Ja man, deswegen muss ich jetzt wieder hochlatschen und das Ganze nochmal von neu holen. Alter, wie nervig. Versuch Nummer 2. Jetzt ist der Bruder dabei. Ich bin so froh, wenn ich meinen Deutschen endlich bekomme. Ne? Der ist zum Glück schon beantragt, aber wann der bei mir ankommen wird, eine andere Frage. Auf jeden Fall sollte ich mich jetzt gar nicht nerven. Ich stelle mein Paket geben. Keine Welle. Also werde ich sauer, sonst werfe ich den Laden mal kurz auf den Kopf, ne? Und das wollen wir alle nicht. Das kann sie sich auch schon, dass sie heute mehr Arbeit zu tun hat, als sie eigentlich sollte. Ja, ich sag ja, Leute finden es so eigenartig, wenn man eine Kamera mit sich trägt und da was aufnimmt. Die gucken, als ob man ein Alien wäre. Aber it is what it is. Ich überlege gerade, ob ich mich gleich bei meinem Training mitnehmen soll. Ich mache das halt so Homeworkout, zu gehen immer so 30 Minuten. Natürlich nicht die ganzen 30 Minuten, vielleicht nur einen kleinen Ausschnitt. Muss ich gleich mal gucken, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal schon gereizt. Alle Leute gucken mich so böse an. Als ob ich jemals Böses tun würde, aber damit habe ich ihnen gar nichts getan bisher. Aber ja, I don't know. Scheinbar ist eine Kamera sehr einschreckend. Vor allem, wie die Leute einfach immer gucken, als ob ich die aufnehmen würde. Digga, du siehst doch, dass die Kamera auf mich gerichtet ist. So, hä? Wo ist der Sinn? Gar keinen Sinn, aber egal. Leute wollen einfach immer Grund suchen, um sich aufzuregen. So, Hammer? Ja. Ja, ich komme rum. Moment. Ich kann dir noch entgegenkommen, dann haben sie einen kürzeren Weg. Nee, ist das gut. Hast du da drauf liegen? Ja. Ich hab das noch hier liegen. Deswegen. Alles gut. Das ist leider, sind das die Vorschriften. Ja, nee, alles gut, kann ich ja verstehen. Ja, die sind halt... Sicherheit geht da halt vor, ne? Ja, ist auch zur eigenen Sicherheit, ja, ne? Natürlich. So, abholen, einmal das, na, mit komm. So, wo haben wir denn, Wesley? Zup, zup. Kriegen Sie wahrscheinlich auch einmal eine Unterschrift von mir, ne? Nee, heute nicht mehr. Okay. So, Originalkunde, was haben wir denn da? Super, ich bedanke mich, ich wünsche ein schönes Wochenende. Ebenso, ja. Tschüssi. So, ich weiß nicht, was da genau drin ist. Das ist etwas schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass da was fehlt, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde euch safe sagen, da fehlt auf jeden Fall was. Ich weiß das schon, das ist einfach vorprogrammiert. Weil es ist einfach so ein Tag, wo mich irgendwas nerven will. Deswegen wird da safe was fehlen. Das heißt, ich muss ihn wieder schreiben. Da müssen die wieder was schicken, zum dritten Mal. Und, aber die Frau war jetzt zumindest nett. Jetzt war sie nett, sie hat es mir erklärt. Ich kann es auch verstehen, aber es ist halt einfach dasselbe. Ob ich jetzt meinen Reisepass zeige oder meinen Aufenthaltstitel, wo alles genau gleich drauf steht. Aber naja, ist ja auch egal. Wie gesagt, bald haben wir das Problem nicht mehr, wenn ich endlich deutscher Staatsbürger bin. Zu der Thematik kommt jetzt auch am Sonntag ein Video online. Also kam jetzt am Sonntag ein Video online, weil das Video kommt danach. Deswegen könnt ihr das auf jeden Fall abchecken, dann wisst ihr auch genau, warum ich diese Problematik habe mit deutschem Pass. Das ist eine Problematik, aber warum ich einfach keinen habe. Liegt nicht in meiner Schuld. Meine Mutter hatte da einen ganz kreativen Einwand. Und den könnt ihr auf jeden Fall mal in der Storytime von meinem letzten Urlaub auf jeden Fall mitbekommen. Dann wisst ihr genau, was da passiert ist. Ja, ansonsten bin ich jetzt erstmal mit dem ersten Ding fertig. Ich muss später noch bei einer Schuhreinigung meine Schuhe abholen. Dazu nehme ich euch auch noch mit. Es ist aber erst so gegen 12, also ich denke mal nach dem Training wird das sein, wenn ich gegessen habe. Kann ich die abholen, wurde mir gesagt. Und sonst, ich weiß gar nicht, was ich heute noch mache. Ich habe ja frei. Ich habe gar keinen Ablauf mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, Freitage zu genießen. Heute Abend habe ich Training. Nochmal. Dann wollte ich was von einer Freundin unternehmen.
Und sonst, ich weiß aber nicht, ob sie noch kommt. Das ist eine andere Frage, weil ich habe jetzt seit 2 Tagen nichts von ihr gehört. Und ihr kennt die Regel. Wer sich vorher nicht meldet, Treffen abgesagt. Deswegen, mal sehen, vielleicht unternehme ich was anderes. Aber ihr wisst selber, Safe Temper, wir geben kein Geld aus. Ja, Mann, das ist der Stand der Dinge. Vielleicht gehe ich noch Fotos machen mit Lena. Mal gucken, ob die sich noch meldet, weil die ist wie immer lost, ihr kennt sie ja. Ja, das Erste wäre es das erstmal. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Ich gucke jetzt gleich mal in die Sachen rein. Und dann kann ich euch sagen, ob da was fehlt oder nicht. Nervig eigentlich, ich will hin und her die ganze Zeit laufen. Bitte? Klar? Männer müssen arbeiten. So sieht's aus, die Gang ist fleißig. Absoluter Ehrenmann, feier ich, ich schwöre. Das sind Leute, die mag ich, die für Kameras offen sind, die fröhlich sind. So, nicht immer diese Leute, die gucken sauer, weil man Kamera in der Hand hat. Bruder, ich tu dir doch nichts. Wisst ihr, was ich meine? So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause, habe jetzt die ganzen Sachen ausgepackt, musste gerade noch eine Instagram-Story machen, weil ich ein Unpacking machen musste. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Sachen gerade mal angeguckt und tatsächlich sind alle Sachen vollständig angekommen. Können wir uns das Ganze mal angucken. Und zwar folgendes, habe ich hier einen Pulli, dann eine Jacke, eine Hose, dann noch ein Pulli, eine kurze Hose, ein T-Shirt und noch eine Hose. Und dann habe ich noch Schuhe dazu geschickt bekommen. Die zeige ich euch auch mal eben schnell. So, hier einmal den Champion High Top. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist mal was Neues. Kann man auf jeden Fall so für nebenbei auf jeden Fall gut rocken. Und dann habe ich, glaube ich, den ganzen auch noch direkt als Low Top bekommen. Ich sag euch ehrlich, so wäre jetzt nicht, ist auf jeden Fall so ein Schuh, den man auf jeden Fall nice rocken kann, so zum Chillen, wenn man mit den Kollegen draußen ist, so ein bisschen links, rechts, ihr wisst selber, auf Chile ist auf jeden Fall ganz nice. So, das waren auf jeden Fall jetzt die Sachen, die ich bekommen habe. Ich werde jetzt anfangen zu trainieren, vielleicht nehme ich euch kurz mit, zeige euch ein bisschen kurz, was ich mache. Danach werde ich essen, ich glaube, das Licht war gar nicht so gut, auf jeden Fall danach werde ich essen und dann kann ich auch schon die Schuhe, glaube ich, abholen, weil die haben ab 12 Uhr auf. Das werde ich dann gleich auch noch irgendwann machen. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie ich danach den Tag gestalte, weil ich wahrscheinlich jetzt mit Lena doch nicht Fotos machen gehe, weil das Wetter auch nicht so nice ist. Muss ich mal gucken, was ich mir jetzt noch einfallen lassen kann, was ich da machen kann. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas erledigen muss. Eigentlich auch nicht. Deswegen wird es jetzt sehr spontan danach auf jeden Fall. Also bis dato ist erstmal nur geplant, noch die Schuhe abzuholen bei Black Polish. Müsst ihr irgendwie auch abchecken, aber zeige ich euch später. So, wie gesagt, ich packe kurz die Sachen zur Seite, fange dann an zu trainieren und dann sehen wir uns gleich nochmal. Okay Leute, ich fange jetzt an zu trainieren. Ihr werdet wahrscheinlich keinen Ton hören, weil ich mir jetzt erstmal das neue 6ix9ine-Album anhöre. Beim Trainieren. Das, ja, den Copyright kann ich natürlich nicht abspielen. Und ich mache eh die ganze Zeit, ich werde jetzt Musik erstmal ausmachen. Deswegen, ihr werdet auf jeden Fall keinen Ton hören. Wundert euch deswegen nicht. Ich werde irgendeine Musik unterspielen einfach und ihr werdet die ganzen Anweisungen, die ich jetzt machen werde, auf jeden Fall auch nicht hören. Und zwar mache ich mal so ein Intervalltraining, das geht 30 Minuten. Und heute heißt es Fight Round Runde 2. Ist eigentlich schon sehr intensiv, muss ich sagen. Ich mache es auch heute zum ersten Mal. Deswegen bin ich selber mal gespannt, wie ich es aushalten werde, weil das könnte auf jeden Fall sehr eklig werden, sage ich euch ehrlich. Ja, aber ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Und ihr könnt euch das ganze Spektakel mal angucken, ne? Ich sag euch ehrlich, das war der anstrengendste Durchgang überhaupt, weil eigentlich hat man immer noch 3 Durchgänge, 30 Sekunden, 50 Sekunden Pause oder so, aber bei dem war 12 Minuten durch mit 30 Sekunden Pause, dann 7 Minuten durch mit 15 Sekunden Pause, ich bin einfach tot und dann die letzten nochmal durchziehen, Alter, das war so anstrengend,
Den nehme ich jetzt noch eben aus und danach versuche ich wieder zum Leben zu kommen. Peace. So, ich bin jetzt fertig, habe jetzt nochmal gedehnt. Und ich muss sagen, jetzt fühle ich mich wieder schon besser, ein bisschen runtergekommen. Aber gerade eben die ersten Sekunden nach dem Ende waren echt der Tod. Es ist zwar extrem hart, aber wenn man da an seine Grenze geht, sieht man schon gute Fortschritte, muss ich sagen. Auch konditionell sehe ich beim Sport immer mehr Luft, habe ich mehr Luft. Ich fühle mich generell auch besser. Ich kann euch nur empfehlen, auf jeden Fall so Intensivtrainings zu machen. Die bringen meistens mehr als dieses ganze Krafttraining. Immer mit Eigengewicht und so ist eigentlich viel besser. Es sieht auch athletischer aus, deswegen mache ich das auch, weil ich das auch angenehmer finde, als immer dieses Kraftheben, wo man sich auch am Körper immer wehtun kann mit Verletzungen. Deswegen checkt das auf jeden Fall aus, falls ihr da Interesse daran habt, falls ihr irgendwie Sport machen wollt und nicht ins Fitnessstudio unbedingt wollt, könnt ihr das auch zu Hause machen, mache ich ja auch. Ich gehe jetzt duschen oder muss ich was essen, weil ich bin tot. Guck mal, eine Sache müsst ihr gerade realisieren, ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall fertig, ich habe jetzt gegessen, ein bisschen gechillt, dies, das. Wir haben einfach den 4. September und ich trage eine Winterjacke. Ich bin wieder mit meiner North Face-Jacke unterwegs, weil es einfach regnet. Gibt euch das. Digga, hä? Wie geht das? Das ist doch nicht normal. Ich muss jetzt einfach in Regenjacke rausgehen. Na, Regenjacke, Winterjacke rausgehen und meine Sachen abholen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zu Black Polish, hole meine Schuhe ab. Gehe jetzt auf jeden Fall auch raus. Hab's aber, denke ich, alles auch erledigt. Kann eigentlich auch schon rausgehen. Aber ja, das wartet jetzt auch noch auf mich. Sprich, diese Kartons muss ich jetzt auch noch wegschmeißen. Da hat man einmal einen freien Tag und muss so viele Sachen gleichzeitig erledigen. Ich muss sagen, ich muss mich selber noch dran gewöhnen, dass ich die Kamera draußen einfach so mit mir halte und filme, weil das immer noch ein bisschen random ist. Und ich komme mir richtig dumm vor, weil ich jetzt eine Winterjacke anhabe. Es regnet, es pieselt zwar so ein bisschen, aber es ist trotzdem nicht so Regenwetter, wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt auch schon kurz vor Black Polish. Ich bin echt gespannt, wie clean die meine Schuhe bekommen haben, weil eigentlich machen die jetzt immer mega nice, also mega nice. Ich bin da bisher eigentlich immer super zufrieden gewesen. Deswegen habe ich eigentlich keine Zweifel dran. Ich bin mal gespannt. Natürlich werden jetzt alle bestimmt ein bisschen schüchtern sein, wenn ich jetzt mit Kamera da auftauche. Weil keiner rechnet damit, dass ich jetzt natürlich einen Vlog mache und das aufnehmen werde. Und dass es jetzt regnet, feiere ich gerade auch nicht. Ich habe auf jeden Fall 4 Schuhe abgegeben und eine riesen Tasche da. Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rumgekommen ist. Ich zeige es euch aber jetzt gleich. Hi. Hi. Alles gut? Und selbst? Ich hoffe, das ist für dich kein Problem, wenn ich filme. Nee, musst du ja auch nicht. Alles gut. Ich krieg's auch so hin, dass du nicht gefilmt wirst. Okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier angekommen, bei Black Polish. Ihr seht's hier. Der Laden ist sehr nice geworden. Okay, fokussier. Danke. So, da sehe ich auch schon meine Babys. Und ja. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Wie läuft's? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ist schon was los gewesen heute oder eher ruhig? Eher ruhig. Ja? Ja, regnet. Ja. Benny hat sich jetzt alleine gelassen oder was? Nee, Lukas nicht gleich. Okay. Ach stimmt, hat der ja mir erzählt, du bist nur vormittags hier, ne? Genau, Lukas müsste jetzt gleich da sein. Okay. Keine Sorge, ich nehme mich nicht auf. Ich hoffe das schon, dass du nicht drauf kommst. Alles gut. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich bin mir sicher, dass gleich auf jeden Fall jemand unsicher sein wird wegen der Kamera. Hey. Alles gut? So, das ist der Erste, der schon mal sehr wieder am Leben ist. Der sah vorher echt tot aus, muss ich sagen. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder 1A einsatzfähig. Das sind sowieso meine absoluten Favorites. Hat keiner gesehen, alles gut. Die sind jetzt auch wieder im Leben. Den habe ich echt vermisst, muss ich sagen, weil das mein Alltagsschuh ist. Aber der ist jetzt auch wieder sehr nice. Also generell im Großen und Ganzen kann ich euch Black Polish nur empfehlen. Checkt auf jeden Fall vorbei, falls ihr irgendwelche Schuhe habt, die ihr sauber machen wollt und euch nicht traut, die selber anzufassen, würde ich euch immer auf jeden Fall Black Polish empfehlen. Wie gesagt, meine Schuhe sind alle wieder clean. Ich kann mich nicht beschweren. So, ich habe jetzt meine Schuhe abgeholt. Die sind jetzt auch alle wieder clean. Wir sind jetzt endlich wieder vereinigt. Jetzt die Frage, ich will eigentlich in die Stadt fahren, aber ich habe keinen Bock jetzt mit der großen Tasche und dem Rucksack in die Stadt zu fahren. Weil ihr wisst doch, Outfit ballert sonst nicht. Andererseits ist das für die Zeitverschwendung, wenn ich jetzt nochmal nach Hause fahre und wieder zurück. Ich muss jetzt kurz Brainstorming machen, was am meisten Sinn macht, weil ich eigentlich auch in 5 Minuten wieder zu Hause sein könnte.
kommt jetzt natürlich drauf an, was hier noch gesagt wird. War auf jeden Fall. Also ich war jetzt doch nochmal zu Hause, weil erstens war es viel zu warm in der Daunenjacke, das hat gar keinen Sinn gemacht. Und zweitens fahre ich jetzt nochmal in die Stadt und hatte gar keinen Bock jetzt mit Rucksack und dieser großen Tasche in die Stadt zu fahren, weil ballert nicht, ja, auftreten ballert nicht auf jeden Fall. Treffe ich mich jetzt noch mit I'm gonna say the name oder whoever it is. Aber auf jeden Fall hat sich gerade noch ein spontanes Treffen ergeben, was ich jetzt wahrnehmen werde. Aber ihr wisst, safe temper, we go and spend some money. Auf jeden Fall, ich denke nicht, dass ich sie zeigen werde. Ehrlich, ich bin jetzt in der Stadt. Hab mich jetzt mit dieser Freundin getroffen. Es war sehr nice. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich bin gerade positiv ein bisschen geflasht. Entweder fahre ich oder laufe ich nach Hause, weiß ich noch nicht. Weil das Wetter ist gerade eigentlich voll angenehm. I don't know. Und ich finde es gerade etwas cringe, in der Stadt meine Kamera so vor mir zu halten. Aber it is what it is. I don't care, weil es wird irgendwann eh passieren müssen. Deswegen, warum nicht direkt jetzt? Und ich muss sagen, heute ist die Stadt voll angenehm. Es war gar nicht so voll, wie es sonst immer ist, aber wir haben jetzt ja noch früh. Wir haben, glaube ich, jetzt 16 Uhr oder 15 Uhr, irgendwas so. I don't even know. Warte, ich guck mal. Oh, was ist mein Handy? Ja, 16 Uhr haben wir jetzt. Und ich muss sagen, es war echt krass, ja. Es war so, lass mich nicht lügen. Wir haben uns zum ersten Mal eigentlich gesehen oder auch heute zum ersten Mal unterhalten. Und dafür hat es echt krass geklickt. Also echt so ohne Stress, keinen Zwang, keine Funkstillen. So. Es war so smooth einfach, wisst ihr, was ich meine? Ne? Das passiert mir schon sehr selten, um ehrlich zu sein. Deswegen war das echt krass. Feiere ich auch hart. Man wird sehen, wo das Ganze hinführt. Weil man hatte schon immer gute Beginnings. Ne? Und danach kam dieser Sturz, der aus dem Nix kam. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze genau jetzt weiterlaufen wird. I don't know. Ich werde auf jeden Fall hier wie ein Alien wieder beobachtet, weil ich mit meiner Kamera durch die Gegend laufe. But I don't care. Und ja, it is like that. Deswegen gucke jetzt mal, dass ich zu Hause noch was esse. Dann habe ich gleich Training. Ich denke mal, dass ich den Vlog auch gleich beenden werde, weil nach dem Training passiert nicht mehr viel, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, der Highlight des Tages ist gerade passiert. Es ist so unangenehm, Alter, ich höre. Junge, so cringe, Alter, wenn man einfach beobachtet wird, wie man vloggt, Alter. Das ist so, ich muss mich einfach noch dran gewöhnen, ich schwöre. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Egal, einfach die Leute ausblenden. It's cool, man. Und das tue ich alles nur für euch, ihr wisst, weil ihr seid die Gang. Und ich nehme euch überall mit. Weil ab jetzt seid ihr ein Teil all meiner Tage. Und some gang shit, you know? Und that's on period. Deswegen, Freunde, ich laufe jetzt nach Hause oder fahre nach Hause, weiß ich noch nicht. Und melde mich dann vielleicht nochmal, wenn ich das Outro mache. I don't know yet, was genau daraus wird. Und, yes, sir. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause nach einem langen Tag. Endet das Video genau da, wo das angefangen hat, wo ich mir den Kopf gestoßen habe. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Falls ihr ansonsten mal Ideen habt, was für Vlogs ich machen soll oder wo, wie, was ihr gerne sehen wollt, was ich verbessern könnte, lasst mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Mir hat es mega Spaß gemacht. Mal sehen, was daraus wird. Ich wünsche euch alles Gute. Einen schönen Tag weiterhin. Ich werde jetzt was essen. Dann habe ich Training und danach ist der Tag auch schon erledigt. Ich muss noch Videos schneiden für Sonntag. Checkt die auf jeden Fall auch aus. Bei mir werden jetzt immer Mittwochs und Sonntags Videos kommen, hoffentlich. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag wieder und dann Peace out. I'm a